Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ein Königreich für ein Lama. Disneys. Ich vergesse das jedes Mal dazu zu sagen. Ja. Wir haben heute den 17. 6, nee, 17.7. um 8.27 Uhr morgens. Guten Morgen. Ist auch sehr frisch, wenn ihr das hier wieder seht. Ja, Innenstadt Kapitel 3. Gehen wir mal hin, ne? Das hatten wir letztens, glaube ich, schon gesehen. Mein Körper ist heute wieder sehr gut am Funktionieren. Denn meine Nase läuft, ich habe Kopfschmerzen. Die Musik ist gut. Ich bin am Niesen wie eine Bekloppte. Ich habe Halsschmerzen. Alles wegen diesen schönen Pollen, die da draußen rumfliegen. Mann, oh Mann, dieser Ort ist ganz schön beeindruckend. Schön, dass es dir gefällt, zumal es alles mir gehört. Ich glaube nicht, dass Isma da mit dir einer Meinung ist. Tja, es wird Zeit, dass Isma und ich mal ein wenig darüber plaudern. Also, was müssen wir tun, um dich wieder in einen Menschen zu verwandeln? Wir müssen in meinen Thronsaal kommen und den Zugang zu den Katakomben finden, stimmt's? Meinst du nicht Ismas Thronsaal? Nicht mehr lange, wenn es nach mir geht. Unser Dickerchen hier guckt immer so besorgt, so. So, diese Katakomben sind, glaube ich, das, woran ich damals irgendwie so am meisten Spaß hatte. Und ich dachte eigentlich, das wird schon vorher kommen. So, da haben wir Krokodil. Da kommen auch, glaube ich, so wie es aussieht, noch neue. Wir brauchen auf jeden Fall eine Vase. Zwei Vasen brauchen wir. Okay, die kommen. Geben uns nichts. Die kommen anscheinend immer und immer wieder. Wie ich es mir schon gedacht hatte. Oh, was ist das denn? Geheimnis. Nice. Booyah! Wo wollt ihr hin? Booyah! Ja, viel war hier aber nicht drin in dem Geheimnis. Ah, okay, dann gehen die Dinger da auf. Hä? Ach so. Ja. Okay. Ich finde das ein bisschen... Ah, scheiße. Ich finde das ein bisschen schade, dass wir von den Krokodilen nicht mal wenigstens einmal irgendwie ein bisschen Münzen bekommen. Noch ein Geheimnis? Geheimnis. Nein, leider nicht. Ach, ich freue mich schon wieder so aufs Wochenende. Wir haben zwar heute erst Dienstag, aber ich freue mich, wenn es endlich da ist. Ah, ist ja okay. Dummes Viech. Holen wir uns direkt mal. Lecker. Unsere schöne Njam Njam. Wieder. Ich will nur mal gucken, ob hier überall Augen drin sind. Was steht heute zur Auswahl? Ja. Nicht, dass man da noch irgendwo hätte reingehen können.
Oh. Kontrollpunkt. Das ist schon wieder so ein merkwürdiger Raum hier. Also einfach nur... einfach nur dieser Kontrollpunkt da drin. Oh, jetzt geht hier wieder Rumschieß-Action los. Jetzt habe ich gedacht. Das habe ich gedacht, ich hätte getroffen. Oh, hier sind wir. Jetzt sind wir. Sprünge hier, du. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Dann mal gucken, was wir noch hier so haben. Eine Plattform mit was auch immer drauf, keine Ahnung. Ah. Jetzt will ich erstmal wissen, was ganz oben ist. Schade. Ich dachte, hier wäre noch ein Geheimnis. Das wäre eigentlich mega gut versteckt gewesen. Achso, jetzt muss ich wahrscheinlich das wieder anschließen, damit ich da rüberkomme. Was steht heute zur Auswahl? Ja. Jetzt ist halt nur die Frage: Was ist hier der richtige Weg? Booyah! Ich glaube, das ist wieder ein Geheimnis. Ja, oh, guck mal, ein Wampi. Das ist mein Wampi! Sehr schön. Booyah! Also hier sind die Verstecke nicht so ganz extrem versteckt wie zum Beispiel im Dschungel, weil im Dschungel habe ich irgendwie... Da haben mir, glaube ich, fast alle irgendwie immer gefehlt, ne? Gut, dann geht's ab wieder zurück. Kontrollpunkt. Okay, Faun. Boom, Baby. Macht ihr irgendwas? Ach, die laufen einfach nur rum. Das ist ja angenehm. Ich dachte, die wären böse. Kann man euch denn... Nee, Boom, kann man Baby. Nicht mehr angreifen, die Viecher. Gut. Ein potenzieller Gegner weniger. Aber wer ist das? Nackedei. Entschuldigung. Zur Seite, Kumpel. Ich muss weiter. Ich auch. Aber diese verrückten Pfauen haben meine Kleider gestohlen. Und warum sollte mich das auch nur im geringsten interessieren? Bevor ich dir aus dem Weg gehen kann, muss ich meine Unterhose zurückbekommen. Mal sehen, ob ich das hier richtig verstehe. Du willst, dass ich dir deine Unterwäsche bringe? Stimmt. Hey, du bist gar nicht so blöd, wie du aussiehst. Wenn ich wieder ein Mensch bin, werden du und dieser Vogel vom Aussterben bedroht sein. Okay, aber ich denke mal, hier in dem Raum wird es nicht sein. Hier links oder rechts. Geh mal hier rein. Erstmal ins linke Türchen. Oh, da ist wieder so ein... Oh, Moment. Ach, das ist so einer, wo man nicht gesehen werden darf. Und da sind sogar Sachen. Ja. Entschuldigung. Ich laufe auf jeden Fall erstmal diese Dinger haben. Füp, füp. Booyah! Booyah!
Lass mich wenigstens noch die zwei aufsammeln. Danke, jetzt kannst du mich ruhig. Teufelslamme! Gut. Ist alles okay. Ist alles okay. Jetzt können wir nämlich beruhigt. Können wir ja lang gehen. Ach, Scheiße. Eieiei. Puh. Oh, da ist noch ein Geheimnis. Kontrollpunkt. Oder? Ja, sicher dat. Haben wir schon drei Stück? Booyah! 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 Wie es jedes Mal das Gesprochene laden muss, ne? Jedes Mal die PlayStation. So, dann können wir jetzt hier lang gehen. Oh, guck mal, da ist doch ein Münzchen. Dann müssen wir erstmal, bevor wir da rüber gehen. Was ist das? Ist das... Kommt da Krokodilchen her oder ist das sein Geheimgang? Nicht. Nimm das! Okay, da kommen Krokodilchen her. Boom, Baby! Ich will jedenfalls wenigstens mal eins töten, um zu sehen, ob wir davon was bekommen. Nein, können wir nicht. So. Okay, da müssen wir wahrscheinlich. Achso. Das war gut. Geht das wieder zurück? Ich dachte, das wird wieder zurückgehen. Naja. Okay. Booyah! Kontrollpunkt. Wieder mit einem lustigen Raum, aber diesmal wenigstens mit Münzen drin. Was ist das? Ist das die Unterhose gewesen? Oh, das wird lustig. Ich sehe es schon kommen, ey. Erstmal runter und gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nee. Nee, nee, nee. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier das erste anschießen, dann gehen die nach einer Zeit weg oder so. Was steht heute zur Auswahl? Ne? Hat ja schon mal sehr gut funktioniert. Okay, das erste mache ich auf jeden Fall schon. Was steht heute zur Auswahl? Kannst du nicht mal... Boah, Junge! Dieses Zielkreuz, ne? Aus der Hölle. Das ist der Wahnsinn. Das juckt auch noch meine scheiß Nase, ey. So. Again.